Vor 1000 Jahren oder auch vor 5000 Jahren war Pflanzenzüchtung anders als heute. Da war es nämlich eigentlich so, dass jeder Bauer und jede Gärtnerin draußen auf dem Feld auch gleichzeitig Züchter oder Züchterin war. Das heißt, es hat eigentlich zum landwirtschaftlich-gärtnerischen Tun dazugehört, dass man seine Pflanzen wahrgenommen und ausgelesen hat. Das heißt, man hat die schönsten Pflanzen ausgesucht, weiterentwickelt, vermehrt, wieder angebaut, seinem Nachbarn was davon gegeben. Und insofern war dieses Anbau und Züchtung war eigentlich ganz eng ineinander verwoben, war wie eins. Und das hat sich eben stark verändert. Also da ist, dass Anbau und Züchtung so zwei ganz voneinander getrennte Arbeitsbereiche geworden sind, ist eigentlich eine relativ junge Entwicklung.